Lukas 5 beginnt mit der Geschichte, die sich auch der große Fischfang nennt. Und diese Geschichte sehen wir jetzt als Bibelcartoon. Jesus war an einem See, um zu predigen. Es waren sehr viele Menschen da, die ihm zuhören wollten. Da fragte ein Fischer namens Simon: Kann ich dein Boot benutzen, um vom See aus zu den Menschen zu sprechen? Simon willigte ein und Jesus erzählte den Menschen vom Boot aus Dinge über Gott. Danach sagte Jesus zu Simon: Fahrt nochmal raus und werft eure Fischernetze aus. Simon antwortete: Wir haben die ganze Nacht nichts gefangen. Am Tag war es normalerweise aussichtslos, etwas zu fangen, weil die Fische viel zu weit unten schwammen. Doch wenn du es sagst, will ich es versuchen. So fuhren sie noch einmal auf den See und Simon warf seine Netze ins Wasser. Die Netze füllten sich mit so vielen Fischen, dass er Mühe hatte, sie alle aufs Boot zu bringen. Einige der Netze rissen sogar. Simon musste noch ein zweites Boot, das Johannes und Jakobus gehörte, zur Hilfe rufen. Als Simon merkte, was hier gerade geschehen war, erschrak er. Er kniete sich vor Jesus und bekannte: Geh weg von mir, ich bin ein böser Mensch. Jesus antwortete: Hab keine Angst. Von nun an wirst du nicht mehr Fische fangen, sondern Menschen zu Gott führen. Ein Menschenfischer sein. Die Fischer brachten ihre Boote an den Strand, ließen alles zurück und gingen von da an mit Jesus mit. Als nächstes kommen zwei Geschichten, in denen Menschen von Krankheiten geheilt werden. Und diese zwei Geschichten schauen wir uns jetzt ebenso als Bibelcartoon an. Eines Tages kam ein Mann zu Jesus, der an Lepra erkrankt war. Lepra war damals eine weit verbreitete Hautkrankheit. Man erkannte Leprakranke an schuppiger Haut und offenen Wunden. Weil die Menschen Angst hatten, sich anzustecken, wurden Leprakranke in der Regel aus den Städten und Dörfern vertrieben und die Leute hielten Abstand von ihnen. Dieser Mann bat Jesus nun: Wenn du willst, kannst du mich heilen. Ich will, antwortete Jesus und berührte den Mann mit seiner Hand. Sofort wurde die Haut des Mannes wieder normal und er war von seiner Krankheit geheilt. Jesus sagte ihm: Erzähl niemandem von deiner Heilung. Geh stattdessen zu den jüdischen Leitern und zeige ihnen, dass du wieder gesund bist. Eines Tages predigte Jesus in einem Haus. Es waren so viele Menschen gekommen, um ihn zu hören, dass das Haus brechend voll war. Ein Mann, der nicht mehr laufen konnte, hatte davon gehört, dass Jesus Menschen heilen konnte und wollte deshalb zu ihm. Seine Freunde wollten ihn zu Jesus bringen, kamen aber wegen der vielen Menschen nicht einmal in das Haus, in dem Jesus war. Da überlegten sie, was sie tun könnten. Bald hatten sie eine verrückte Idee. Sie brachten ihren gelähmten Freund aufs Dach des Hauses. Dann begannen sie, ein Loch in das Dach zu schlagen. Als das Loch groß genug war, ließen sie ihren Freund auf einer Trage hinunter zu Jesus. Als Jesus das sah, war er beeindruckt vom Glauben des gelähmten Mannes und sagte ihm: Deine Schuld ist dir vergeben. Im Raum waren einige Gelehrte, die darauf spezialisiert waren, Gottes aufgeschriebenes Gesetz genau zu studieren, die Schriftgelehrten. Sie wurden wütend, weil ihrer Ansicht nach nur Gott selbst das Recht hatte, Schuld zu vergeben. Jesus wusste, was sie dachten und fragte deshalb alle seine Zuhörer: Was ist leichter zu sagen, deine Schuld ist dir vergeben oder steh auf und geh? Ich will euch zeigen, dass meine Kraft, Schuld zu vergeben, von Gott kommt. Dann sagte er zu dem gelähmten Mann: Steh auf und geh. Sofort konnte der Mann wieder laufen. Er nahm die Matte, auf der er heruntergelassen wurde, lief herum und freute sich über seine Heilung. Jeder, der im Haus war, war begeistert und lobte Gott für dieses Wunder. Wie Jesus auch schon vorher seine ersten Jünger beim großen Fischfang berufen hat, so beruft er jetzt als nächstes Matthäus zu seinem Jünger und diese Geschichte sehen wir ebenfalls als Bibelcartoon. Einmal traf Jesus einen Mann, der Matthäus hieß. Matthäus war Steuereintreiber und sehr unbeliebt, weil er für die Römer arbeitete, die Israel damals besetzten. Er forderte ihn auf: Folge mir nach. Sofort ließ Matthäus alles stehen und liegen und ging mit Jesus mit.
Am Abend war Jesus bei Matthäus zum Essen eingeladen. Dort waren auch andere Steuereintreiber und andere unbeliebte Menschen. Als die jüdischen Leiter sahen, dass Jesus mit solchen Leuten Zeit verbrachte, fragten sie: Warum gibst du dich mit solchen schlechten Menschen ab? Jesus erwiderte: Die Gesunden brauchen doch keinen Arzt, oder? Ich bin gekommen, um Menschen zu Gott zurückzuführen, die weit von ihm entfernt sind. Ich bin gekommen, die Verlorenen zu erretten. Nach der Berufung von Matthäus hat Jesus eine Diskussion mit religiösen Leitern seiner Zeit, und diese Diskussion möchte ich euch jetzt aus der Volksbibel vorlesen. Die religiöse Führungsriege hatte mal wieder was zu meckern. Entschuldigen Sie, aber selbst die Schüler von Johannes verzichten regelmäßig auf Essen und beten auch viel. Auch die Schüler von den religiösen Strebern machen das so. Warum halten sich ihre Schüler nicht daran? Die essen und trinken ja, wie sie gerade lustig sind. Jesus antwortete mit einer Gegenfrage: Leute, wie ist es denn, wenn jemand heiratet? Verzichten die Gäste auch auf das Essen, solange der Typ, der heiratet, noch auf der Party ist? Nein! Wisst ihr, es wird der Tag kommen. Da ist dieser Typ nicht mehr da. Und dann gibt es noch genug Zeit, aufs Essen zu verzichten und viel zu beten. Dann erklärte er das nochmal mit einem Beispiel. Niemand von euch würde ein Stück Stoff aus einem nagelneuen T-Shirt rausschneiden, um damit ein Loch von einem alten T-Shirt zu flicken, was schon total zerfledert und dreckig ist. Das neue T-Shirt könnte man anschließend wegschmeißen und der Flicken würde auf dem alten T-Shirt sowieso total spackig aussehen. Und keiner würde Traubensaft in alte dünne Holzfässer zur Gärung abfüllen, damit daraus dann mal Wein wird. Der Saft dehnt sich bei der Gärung aus, die alten Fässer würden platzen und alles wäre dann kaputt. Neuer Wein gehört in neue Fässer. Dann funktioniert das auch. Übrigens, Leute, die auf alten Wein stehen, wollen gar keinen neuen Wein haben. Die sagen dann: Der alte Wein ist doch sowieso immer noch besser. So schließt Kapitel 5 von Lukas ab.